Ja, Sie merken schon, wir nehmen den dramatischen Aufbau. Es steigert sich allmählich und Sie müssen sich jetzt noch ein bisschen durcharbeiten, bis der Minister zu Wort kommt, zwischen Ihnen und dem Minister stehe. Ich darf Sie aber auch als der örtliche Abgeordnete und Kandidat für die Bundestagswahl herzlich begrüßen. Ich freue mich über Ihr Interesse, freue mich über Ihren Besuch. Und ich glaube, wir wussten noch nicht, als wir hier den Veranstaltungsort ausgewählt haben, wie warm es heute werden würde, aber wir haben, glaube ich, da vor 8 Wochen die richtige Entscheidung getroffen. Hier ist es schön kühl. Ich glaube, einen angenehmeren Ort findet man in ganz Herrenberg heute nicht als diesen Keller. Wunderbar. Herzlich willkommen. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen, möchte aber noch einige ganz besonders begrüßen. Unser Jubilar, der Ewald Wanner, ist schon erwähnt worden. Dich begrüße ich auch nochmal ganz herzlich, lieber Ewald Wanner. Schön, dass du da bist. Darf sehr herzlich begrüßen unseren Ehrenvorsitzenden Alfred Semmler, der da ist, seine Frau Renate Semmler, die auch geehrt wird, kommt im Laufe des Abends noch mit dazu. Herzlich willkommen, lieber Fred Semmler. Ich darf begrüßen, das freut mich ganz besonders, weil ich ihn schon länger kenne, den FDP-Kandidaten aus dem Nachbarwahlkreis, aus dem Kreis Tübingen, da vorne in der ersten Reihe sitzt der Christopher Gohl. Herzlich willkommen. Auch schön, wir machen oft auch über Wahlkreisgrenzen hinweg Wahlkampf, helfen uns ein bisschen und natürlich ist der Raum Herrenberg auch mit dem Raum Rottenburg durchaus verbunden. Gibt einige Verbindungen auch im wirklichen Leben, also da herrscht ein Austausch und deswegen schönes Signal, lieber Christopher, dass du heute Abend hier bist und natürlich können Sie auch Ihren Bekannten im Wahlkreis Tübingen erzählen, dass es dort einen guten, engagierten FDP-Kandidaten gibt. Ich kenne ihn schon lange, kann das nur empfehlen und würde mich freuen, wenn Sie auch in Richtung Tübingen ein bisschen Werbung machen würden. Und ich darf viertens herzlich begrüßen unseren frisch aufgestellten Europakandidaten im Kreis. Wir haben für die Europawahl, die nächstes Jahr stattfindet, vor kurzem nominiert. Harald Nübel ist da. Lieber Herr Nübel, herzlich willkommen. Grüßen soll ich von der Heide Berold, unserer Fraktionsvorsitzenden im Kreistag und langjährigen Landtagsabgeordneten, die heute die FDP auf einer anderen Veranstaltung vertritt, die Flagge hochhält, aber die natürlich auch in Gedanken ein Stück weit hier ist und Sie herzlich grüßen lässt. Ja, und natürlich begrüße ich ganz besonders auch unseren Hauptgast heute Abend. Wir haben schon lange keinen liberalen Minister in Herrenberg gehabt, um nicht zu sagen, ich weiß gar nicht, wann der Letzte da war. Der Andreas Weig weiß es auch nicht. Der Fred Semmler kann es uns vielleicht am Ende der Veranstaltung sagen, wenn er auch mal ein bisschen in seinen Gedanken gekramt hat. Wir Jüngeren jedenfalls haben es, glaube ich, noch nicht erlebt. Lieber Dirk Niebel, herzlich willkommen hier bei uns. Und ich glaube, es war gut, dass wir nach Herrenberg gekommen sind. Niebels Wahlkreis ist Heidelberg. Zwischen Heidelberg und Herrenberg liegen nur 4 Buchstaben Unterschied. Also normalerweise müsste er sich hier wohlfühlen. Und wie man vielleicht auch schon sehen konnte, hat auch Herrenberg eine durchaus pittoreske, ansehnliche Altstadt, in der sich es gut leben lässt, in der die Menschen sich auch wohlfühlen, auf der Straße, in den Cafés sitzen. Das Einzige, was uns in Herrenberg noch fehlt, ist der Neckar. Daran arbeiten wir noch, aber da wissen wir noch nicht so genau, wann wir den haben. Aber ansonsten sind wir euch auf den Fersen. Jedenfalls sollte es dir hier sehr vertraut sein. Ja, unser Wahlkreis, der Landkreis Böblingen, ist ein Landkreis im Herzen von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein Bundesland, das im Kleinen auch für das steht, was Deutschland stark macht. Eine aktive Bürgergesellschaft. Wir haben unheimlich viele ehrenamtlich engagierte Menschen hier. Eine hohe Vereinsdichte, viele, viele Ehrenamtliche. Das zeichnet uns aus, das macht uns auch stark. Ist auch für mich als Abgeordneter ein Thema, um das ich mich in den letzten Jahren schon gekümmert habe. Wir haben beispielsweise jetzt dieses Jahr ein großes Paket für Ehrenamtliche gemacht, die Übungsleiterpauschale erhöht, die Gemeinnützigkeit vereinfacht, auch das Thema Haftung von Ehrenamtlichen angegangen. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, um das wir uns in den nächsten Jahren kümmern müssen. Gerade weil unsere Gesellschaft hier so gut funktioniert, sich viele Menschen auch engagieren wollen, ist das was, worum sich die Politik kümmern muss und worum ich mich auch als Vertreter dieses Wahlkreises kümmern möchte. Wir haben auch eine unheimlich starke innovative Wirtschaft hier, nicht nur die großen Unternehmen, die jeder kennt, sondern auch tolle Mittelständler, tolle Familienunternehmen. Ich glaube, dass es bei der Bundestagswahl auch darum geht, dass wir gerade diese Familienunternehmen auch behalten, dass die ihre Stärken auch weiter ausspielen können. Deswegen werden wir als FDP und gerade auch ich als Abgeordneter, wenn Sie mich wieder wählen, dafür Sorge tragen, dass man dem Mittelstand nicht das Leben schwer macht durch Substanzsteuern wie Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer.
aber auch dadurch, dass man zum Beispiel, wie manche in Europa diskutieren, den Meisterbrief schwächt oder abschafft oder das duale Ausbildungswesen angreift. Das sind alles Dinge, die uns ja hier auszeichnen, die unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft stark machen. Wir sollten uns zu unserem Mittelstand und unseren Familienunternehmen bekennen. Wir haben auch ein Problem in Deutschland, nämlich dass es zunehmend schwerer wird, dass die Produktion, dass die Fertigung hier bei uns sich noch lohnt. Das ist egal, ob das Industrie ist oder ob das kleinere Unternehmen sind, die was herstellen, die was produzieren. Wir erleben, dass es da immer schwieriger wird, zum Beispiel wegen hoher Energiepreise. Energiepreise sind in den USA für das produzierende Gewerbe dreimal billiger als bei uns in Deutschland mittlerweile. Das sind unsere Konkurrenten. Anderswo auf der Welt ist ein ähnlicher Trend da, bei uns wird das immer teurer. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade auch für unseren Kreis Böblingen. Wir haben Produktion, wir haben aber auch Entwicklung, wir haben Zulieferer. Aber das hängt ja alles ein Stück weit zusammen. Wenn die Produktion irgendwann schwächer wird, wenn die Produktion irgendwann nicht mehr da ist, ist es vielleicht auch nicht mehr so interessant, hier vor Ort auch zu entwickeln oder den Zulieferer hier anzusiedeln. Also ich glaube, wir müssen gucken, dass wir Produktion, egal ob im kleinen oder im großen Unternehmen, dass wir das hier in Deutschland halten. Das ist für unseren Kreis eine enorm wichtige Aufgabe. Da geht es um Energiepreise, da geht es aber auch um Infrastruktur und darum müssen wir uns kümmern. Und ich möchte beim Thema Infrastruktur noch hinzufügen, wir haben natürlich noch einige, auch was den Bund angeht, einige Wünsche, was Straßen angeht, was unsere Verkehrsinfrastruktur angeht. Wir haben die A81 jetzt im ersten Abschnitt zwischen Hulb und Gärtringen fertig, sechsspurig, das macht sich auch schon sehr schön, das funktioniert. Haben wir auch nur deshalb übrigens hingekriegt, weil wir jetzt in der Bundesregierung die Mittel für Straßenbau ausgebaut haben und erhöht haben, sonst hätte sich das zumindest noch ein, zwei Jahre länger hingezogen, bis das Geld da gewesen wäre. Aber das muss natürlich fertig gebaut werden bis zum Stuttgarter Kreuz mit dem entsprechenden Lärmschutz. Und wir werden da noch einiges zu tun haben, genauso wie in Holzgerlingen beispielsweise bei der B464. Ich sage das deshalb, weil die Bundestagswahl ein Stück weit auch eine Entscheidung darüber ist, ob diese Straßenbauprojekte möglich werden. Denn wir können das nur finanzieren bei den Investitionen, die wir in Deutschland und Baden-Württemberg insgesamt brauchen. Wenn wir auch, wie die Koalition das in den letzten zwei Jahren gemacht hat, die Mittel für den Straßenbau ein Stück anheben. Wir haben 2.600 Millionen extra gegeben dafür. Dadurch ist auch der Gärtringen-Hulb fertig gebaut worden, mit dem, unter anderem mit dem Geld. Und wir müssen das auch in den nächsten Jahren aufstocken. Wenn man nur mit dem, was eingeplant ist, weiterbaut, werden sich viele Projekte immer länger rauszögern. Und Sie sollten schon auch wissen, dass die Grünen jedes Jahr in den letzten vier Jahren im Bundestag beantragt haben, dass man 300 bis 500 Millionen Euro bundesweit kürzt beim Ausbau von Straßen. Das betrifft Autobahnen wie Bundesstraßen. Und ich sage nur, wenn das in Deutschland beschlossen werden würde, in den nächsten Jahren Kürzungen im Bereich Verkehrsinfrastruktur, wie es die Grünen wollen, dann werden wir lange auf unsere Straßen warten, die wir hier so dringend brauchen. Das ist eine Sache, die bei der Bundestagswahl mit zur Abstimmung steht. Und der Kreis Böblingen muss, glaube ich, ein Interesse daran haben, dass die Mittel für Infrastruktur eben nicht gekürzt werden. Und genau dafür sollten wir in den nächsten Wochen auch kämpfen. Eines muss auch unser Interesse sein. Wir haben den Landkreis in Deutschland, der am meisten exportiert von allen. 70% unserer Produktion geht ins Ausland, ins Europäische wie ins Außereuropäische. Kein Landkreis hat einen höheren Anteil des Exports an der eigenen Produktion. Und ich sage das deshalb, weil im Zuge der europäischen Krise viele der Meinung sind, dass Deutschland zu viel exportiert und dass man die deutschen Exporte irgendwie kleiner machen muss und dass man das regeln muss oder Länder, die viel exportieren, bestrafen muss. Und das ist eine Sache, wo es auch für den Kreis Böblingen natürlich an die Grundlage seines Wohlstands und seiner Wirtschaftskraft und auch der Lebensqualität, die wir uns hier leisten können, geht. Wenn wir Exporte in Deutschland deckeln, teurer machen, unattraktiver machen, dann wird das zuallererst in dem Landkreis aufschlagen, wo am meisten exportiert wird, das sind wir. Auch das ist eine Sache, die bei der Bundestagswahl zur Abstimmung steht, ob man die europäische Krise so löst, dass die anderen stärker werden sollen oder ob man den Staaten schwächer macht. Auch das ist etwas, was Sie mit Ihrer Stimmabgabe am 22.09. entscheiden. Ein letzter Punkt betrifft ein Thema, das natürlich bei uns auch für die Bürger, auch gerade in den letzten Wochen und Monaten ausgesprochen wichtig geworden ist, das Thema medizinische Versorgung, vor allem Krankenhäuser. Wir haben im Kreis 4 Krankenhäuser, es ist in der Diskussion und wir als FDP befürworten das auch, dass Böblingen und Sindelfingen
konzentriert werden, an einem Standort und zusammengelegt werden. Aber wir haben auch als FDP immer gesagt, wir brauchen eben auch im Raum Herrenberg und auch im Raum Leonberg ein Angebot für die Bürger, die die medizinische Versorgung brauchen. Das muss vor Ort sein. Es gibt gute Argumente dafür, dass man gerade, wenn man krank ist, nicht zu weit fahren muss, dass die Besucher, die Angehörigen nicht zu weit weg müssen. Und das muss unser Interesse sein, dass wir eben diese Standorte auch halten können. Dafür muss der Landkreis, muss der Klinikverbund sicher auch medizinische Konzepte vorlegen, die tragfähig sind, die für die Patienten attraktiv sind, dass die Patienten auch hier hingehen, muss den Häusern aber natürlich auch eine Chance geben, die Leistung zu bringen. Und es ist völlig klar, dass wir, und das will ich auch als Bundestagsabgeordneter weiter tun, auch im Bund die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, dass jedenfalls gut geführte, gut aufgestellte Häuser auch eine Chance haben zu bestehen. Wir haben, die FDP trägt Verantwortung im Gesundheitsministerium, in den letzten Jahren schon einiges getan, um die Finanzsituation der Krankenhäuser zu verbessern. Die kriegen ab jetzt, das ist schon längst beschlossen, aber muss jetzt natürlich umgesetzt werden, kriegen ab jetzt jährlich mehr Geld als früher. Das orientiert sich stärker an der wirklichen Kostenentwicklung. Bisher haben sie jahrzehntelang weniger Geld gekriegt, als die Kostensteigerungen waren. Das haben wir ein Stück weit korrigiert. Aber wir müssen auch gucken natürlich, dass wir die Krankenhäuser von überflüssigen Arbeiten befreien, die Arbeitskräfte, Ressourcen binden, ohne dass sie den Patienten wirklich am Ende mehr Qualität, mehr Pflege bringen. Und das ist etwas, wo ich mich als Abgeordneter, wenn Sie mir wieder ein Mandat erteilen bei der Bundestagswahl, darum kümmern möchte, weil wir im Kreis nun mal akut auch das Problem haben, dass wir unsere Krankenhäuser zukunftsfest machen müssen. Sie sehen, es gibt eine Menge zu tun. Bundespolitik ist nicht nur weit weg, sondern das kann man ganz konkret natürlich auch an Dingen festmachen, die unseren Wahlkreis hier betreffen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Chance geben würden, das auch für Sie in Berlin voranzubringen. Unser Kreis hat einiges zu bieten, steht auch ein Stück weit für das, was Baden-Württemberg insgesamt auszeichnet. Und warum wir und wie wir Baden-Württemberg in Deutschland stark machen, das sagt Ihnen jetzt unser Spitzenkandidat Dirk Niebel. Vielen herzlichen Dank. Thank you.